Ja, willkommen zum zweiten Mal öffnen von Eventteile. Ich konnte es einfach nicht lassen, weil ich bin doch ziemlich scharf auf diese Speed Potion. Und halt auf die Sienna-Dinger. Also zwei Stück hatte ich rausbekommen. Und ich habe jetzt einfach mal weitergesammelt, aber diesmal doppelt so viele. Das heißt jetzt 1000 Stück. Wir öffnen jetzt einfach mal 200 Stück. Fangen wir damit an. Open Store. Und mal gucken, ob das gut geht. Ask no more und go. Go, 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 go. Hotz, geht das gut. Shit, Inventar voll. Wir packen mal die Sienna. Scheiße, Mams Deutsch. Kriegen wir da noch ein paar Stück gekauft. Das war's. Ja, jetzt ist das Inventar voll. Okay, fangen wir einfach mal an und dann kaufen wir gleich noch die restlichen 4 Stück. Ne, mehr sogar. Gut. Ach, die Laufdraft. Ist ja klar, ich habe keinen Inventarplatz. So. Sind die Windelixiere, ja genau, die wollte ich haben. Vampiric Amulett. Hier hinten war jetzt noch einer. Kann ich das Ding nicht aufmachen? Was ist denn jetzt los? Ach so, natürlich. Inventar ist wieder voll. Amulett of Pain plus 5. Stein. Vampirregierung plus 7. Komm schon, gib mir ein paar Sienna-Dinger. Wieder so ein Stein. Amulett of Pain plus 5. Steine ohne Ende. Da kann ich mir fast schon einen Epic-Booster machen. Amulett of Pain plus 5. Vampiric Amulett. Mein Gott, Vampiric Amulett. Vampiric Amulett. Ich will Sienna haben. Ja, danke. Endlich ein. Magic Elixir. So. Gucken wir mal kurz, ob wir die Reffin kaufen können. Ja, das war's. Und weiter geht's. Vampiric Earring. Vampiric Amulett. Vampiric Amulett. Vampiric Amulett. Mein Gott. Vampiric Earring schon wieder. Komm, jetzt öffnen wir doppelt so viele und wir haben nur einen so einen Sienna rausgekriegt. Also leckt mir am Arsch jetzt langsam hier. Amulet of Pain. Amulet of Pain. Zweites Sienna. Oh, was war das für ein Amulett? War das jetzt ein Pain? Ja. Schlüssel war Pain. Da ist wieder eins. Vampiric. 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 Hä, ja, kann man den nicht... Achso, man kann den nicht höher stacken. Ah, oh, geil. Bring
Ring of Luck plus 2. Vampiric Amulett. Vampiric Ewing. Amulett of Pain plus 6. Oh, vielleicht kriegen... Ah, vielleicht sind die ja noch was wert. Weil die sind gut in den Keller gegangen seit dem Hazard Rally Elemental Crystal. Amulett of Pain plus 5. 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 Jetzt leck mich am Arsch, ey. Vampiric Amulett plus 8. Na, ist doch was. Vampiric Amulett. Und nochmal Live-Kapsel-Typ. Ah. Juti, gut. Wir haben jetzt ein Sienner. Ich glaube, zwei Stück oder drei müssten wir jetzt haben, ne? Ne, wir haben nur zwei Stück. Eine Scheiße. Na, lassen wir mal hoffen. Und? Kein Penetration. Kein Penetration. Ach, diese scheiß Bracelets. Also, ich fahre mich da zu Tode in Haus 1 und Haus 2. Und einfach gar nichts. Na sehen, im Moment habe ich wieder 25 PDOs. Ich versuche wieder so 10 Stück wieder zusammenzukriegen. Und dann mache ich das einmal noch. Und wenn da wieder nichts rauskommt, dann leckt mich echt am Arsch. Dann kaufe ich die Dinger. Also das ist ja abartig. Man farmt sich ja zu Tode diese dämlichen Predios-Dinger, weil man davon drei Stück braucht und die Sienna haben halt nur 5% Chance, dass einer mal droppt. Also das ist echt übel. So, das war's aber leider. 32 Love-Dinger. Na. I love you. Gib her. Bums. Fertig. 50 Stück. Ob das wirklich die Chance so sehr erhöht, weiß ich nicht. Beste ist halt ein Ring of Luck plus 2 und ein Vampiric Earring und ein Amulett of Pain plus 6, wenn ich den auf die Schnelle finde. Weil die 7er, die könnt ihr kaputt machen. Sehr schön. 90 Wind-Elixiere, passt. Dann kann ich meine Aktion starten. Was genau passiert, werdet ihr noch sehen. Ist eigentlich nichts Besonderes. Eigentlich mehr oder weniger bescheuert. So, wir können uns auf jeden Fall, so wie das aussieht, einen Epic Booster machen. 5 Windstones sind 5... Ah, doch nicht ganz. Ah doch, 9 Stück kriege ich hier raus. Ein Elementarküssel habe ich hier noch drin. Dann können wir uns mal einen Epic Booster mal machen, wa? Komm, scheiß drauf. Mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall werde ich den auf den Küssel hauen. Ach, keine Stain-Clones mehr. Moment. Da. So, Epic Booster. Mal sehen, was passiert. Ach so, das passiert auch noch. Okay. Fehl wahrscheinlich, wa? Success! Hey, 20 Crit Damage. Craft jetzt. Wunderbar. Sehr schön, dann kann ich jetzt einen Epic Booster machen, dann hat das Ding 22, glaube ich, ne? Sehr schön. Alles klar. So, ich verabschiede mich von hier aus auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall... Okay, das mit dem Epic Booster hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben wir ein paar Stück rausbekommen. Ey, ich würde jetzt nur noch einen Elementarküssel kriegen aus den Steinen. Dann muss man die restlichen mal wieder gucken, dass ich die weiterhin mal farme. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal von hier aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao!